hinter dir. Er geht gerade zu Ginos. Verstanden. Hey, Boy. Er ist eben reingekommen. Er hat uns bemerkt. Ein Kracker. Verrät nicht seinen eigenen Bruder. Das Leben hier draußen ist nicht sehr viel anders als das auf der Erde. Wenn man Freunde hat, denen man vertrauen kann, hält man zu ihnen, egal was passiert. Denn manchmal sind gute Freunde alles, was man noch hat. Charlotte Kracker. Charlotte. Du bringst Schande über unser Volk. Das, wofür du arbeitest, widert mich an. Und was widert dich daran so an, Zillen? Wir wissen, du mordest für diesen Isogul. Und der ist kein Freund der Kracker, Karlat. Er ist hier in diesem Abschnitt der Verbrecherkönig. Den muss ich mal kennenlernen, unbedingt. Er wird dich doch nur ausnutzen und wenn er alles hat, wird er dich aus dem Weg schaffen. Und du, was du tust, ist auch widerlich. Ich diene dem Licht, so wie alle Krieger des Netzes, seit die Kräfte des Dunkeln wieder lodern. Das Netz ist eine Religion für Schwache. Kracker müssen ihre wahre Natur wiederfinden. Sonst wird unser Volk verschwinden. Ich kenne meine wahre Natur. Ich kann das Licht erkennen und dabei das Dunkle nutzen. Jetzt glaubst du schon an Kinderlügen, Kracker. Gewalt ist die beherrschende Kraft in uns. Stark sind wir nur als Krieger. Nein! Wir sind mehr als das. Sind wir das? Ich weiß, dass unser Inneres nicht nur von Wildheit und Gewalt beherrscht wird. Es ist mehr Licht in dir, Karlat, als dir gefällt. Wärst du ein Kracker mit wirklicher Ehre, hättest du dich schon längst getötet. Wache! Vorsicht beim Öffnen! Wenn du ein echter Kracker wärst, hättest du es für mich getan. Du weißt ja nicht, wie nah ich schon dran war. Ich danke Ihnen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mich empfangen, Commander. Es gibt hier absolut nichts, das für Sie von Interesse sein könnte, Isogul. Aber für mich ist alles von großem Interesse, Commander. Nein, ich würde mir doch niemals eine Intrige oder Lüge entgehen lassen. Hier geht es aber nicht um Intrigen. Hier geht es um die Gerechtigkeit. Was ist denn für Sie Gerechtigkeit? Ein Sinnbild Ihrer doppeldeutigen Moralvorstellungen. Puh, mehr nicht. Ich glaube, wir sind uns noch nicht vorgestellt worden. Ich bin Sonderstaatsanwalt Murdoch. Counselor Murdoch ist Leiter der neuen Spezialeinheit gegen Verbrechen. Er ermittelt hier wegen Ihrer Aktivitäten. Ermittelt hier wegen meiner Aktivität? Aber Colonel, das hätten Sie mir doch gleich sagen müssen. Sie wissen doch genau, wie sehr mich solche Situationen begeistern. Sehen Sie, Mr. Murdoch, es ist etwas ungeheuer,
Erregendes. Unter einem Verdacht solchen Ausmaßes zu stehen. Es ist für mich ein sinnliches Vergnügen, Ihnen zu begegnen, Mr. Murdoch. Das nächste Mal sind Sie anderer Meinung. Dann halte ich nämlich Ihren Haftbefehl in der Hand. Also wirklich, wenn man Ihnen gegenübersteht, spürt man sofort, dass nächstes Jahr ein Wahljahr ist. Denn Sie würden von meiner Verhaftung doch am meisten profitieren. Das hat nichts mit Politik zu tun. Wir hatten einen Zeugen, der bereit war, auszusagen und Sie hinter Gitter zu bringen. Aber Sie haben ihn umbringen lassen. Ja, jetzt fällt mir ein, dass ich eigentlich hier bin, da ich von einem armen, glücklosen Graker gehört habe, der in Ihrer Untersuchungshaft sitzt. Darüber will ich viel lieber reden. Ich möchte für den Graker die Kaution bezahlen. Ich weiß genau, dass Teile der Bevölkerung auf Fort Hope Hass und Vorurteile gegen Graker haben. Es ist mir ein Bedürfnis, ihm zu helfen. Denn hier wird ihm wohl keiner mehr helfen. Ganz besonders, da wir wissen, dass er für Sie arbeitet. Eine ehrliche, sehr fleißige und mächtige Person, die ich bin, beschäftigt doch keinen Graker. Völlig unmöglich. Sie sind so gewalttätig. Man kann sie nicht einschätzen und ohne Feingefühl. Oh nein, Mr. Weiss. Wenn ich Sie angreife, spüren Sie auf keinen Fall die Klinge. Bis es dann zu spät ist. Commander? Der ist ja noch viel merkwürdiger, als ich erwartet habe. Was meinte er mit, wenn ich Sie angreife? Ganz genau das, was er gesagt hat, Mr. Murdoch. Mr. Murdoch? Ja? Ich bin Daniel Kincaid. Ah, Sie sind bestimmt der junge Mann, der mir bei der Arbeit helfen soll. Nein, ich bin Daniel Kincaid. General Kincaids Sohn. Oh. Wie geht es Ihnen, Daniel? Mir geht's gut, danke. Schön. Ich dachte die ganze Zeit, Sie sind noch in... Auf der Akademie? Ja, genau. Ich bin jetzt ein Jahr hier. Sehr schön. Wir sehen uns bestimmt nach der... Ja. Unterschrift bestätigt und genehmigt. Achtung, Handschellen geöffnet. Entlassung genehmigt. Unglaublich, dass er jetzt entlassen wird. Ich spürte, dass du mich sprechen willst. Ich habe über deine Worte nochmal nachgedacht. Nur die Wahrheit lebt. Bist du bereit, das Richtige zu tun? Ja, Zylin. Aha. Ich danke dir, Karlatz. Beeilen Sie sich. Er wird nur einen Moment schlafen. Und wenn er erwacht, wird er gewalttätiger sein als jemals zuvor. Möchtest du sehen, was wir mit ihm jetzt noch so alles vorhaben? Ich werde nicht daneben stehen, wenn ein Graker ermordet wird. Das will ich nicht. Wenn du das nicht willst, dann musst du das auch nicht, mein Freund. Und du wirst dich an nichts mehr erinnern, Graker. Für dich gibt es nur noch die Scham des Verdammten.
Jetzt gehörst du mir, Zillin. Hat einen anderen Kracker aufgeschlitzt. Als wir versucht haben, ihn festzunehmen, hat er mir fast den Arm abgerissen. Zwei meiner Männer sind schon auf der Krankenstation. Selina, auf! Selina, kennst du mich nicht mehr? Nicht ein! Ich bin's doch, Boone! Zillin! Hier, komm, das wird dir helfen! Hast du jetzt genug Dampf abgelassen? Also schön, das war's, Leute. Es ist vorbei. Geht wieder arbeiten. Paul, Sie müssen auf die Krankenstation. Was ist passiert? Die sagen, ich habe ihn umgebracht. Ich erinnere mich an gar nichts. Dann sag ihnen doch, dass du es nicht warst. Du verstehst mich wohl nicht. Ich sagte, mein Gedächtnis war ausgelöscht. Was ist das Letzte, woran du dich erinnern kannst? Ich spürte Karnat. Er erwartete mich. Wir haben geredet und dann weiß ich nichts mehr, bis wir gekämpft haben. Die denken, du hast diesen Karnat getötet. Wenn ich Schande auf mich geladen habe, dann werde ich tun, was ein Kaka tun muss. So etwas darfst du nie wieder sagen. Niemals. Wir finden einen anderen Ausweg. Das verspreche ich dir. Sie vergessen, dass dieses Jahr gewählt wird. Wenn es nicht zu einer ordentlichen Gerichtsverhandlung kommt, gefährden wir dadurch nur einen Vertrag, den wir mit den Kracker haben. Sie reden über Politik, aber es geht um das Leben eines Ranger. Nein, Captain. Es geht hier um einen Ranger, der unter Mordverdacht steht. Zillin wird sich umbringen, bevor es zu diesem Schauprozess kommt. Denn genau dazu wird es kommen. Wahrscheinlich werden dafür sogar Eintrittskarten verkauft. Captain Boone hat recht. Ich werde nicht mit ansehen, wie die Zentrale einen meiner Ranger überrumpelt. Das gehört in unsere Zuständigkeit. Und ich sehe keinen Grund, warum die Verhandlung nicht hier stattfinden soll. Tut mir leid, Commander, aber wie können Sie hier... Ja, ich weiß. Ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Wie kann sie behaupten, in diesem Fall eine unbefangene Richterin zu sein? Deswegen ziehe ich mich aus diesem Verfahren zurück. Und ich beauftrage Colonel Weiss, bei diesem Prozess den Vorsitz zu führen. Er ist Anwalt. Und als mein Stellvertreter ist er hier bei uns im Grenzgebiet ein offizieller Vertreter des Gesetzes. Commander Chenot, ich weiß Ihr Vertrauen zu schätzen, aber... Colonel Weiss, wenn ich nicht volles Vertrauen hätte und nicht hundertprozentig hinter Ihnen stehen würde, hätte ich Sie doch gar nicht ernannt. Im Interesse der Gerechtigkeit werde ich... Ja, werde ich es tun. Aber ich muss Sie warnen. Ich werde kompromisslos und fair sein. Ich werde weder Rücksicht nehmen auf die politischen Ziele der Zentrale, noch auf die verschworene Gemeinschaft der Ranger. Nein! Ich will nicht, dass der Fall hier verhandelt wird. Der Prozess wird hier abgehalten, sobald alle Beteiligten vorbereitet sind. Und? Gar nichts. Sie können Isogul nichts anhängen, deswegen muss jetzt ein Kraker dran glauben. Natürlich, so muss es ja kommen. Das ist genau die Art von Politik, über die sich mein Vater immer so aufgeregt hat. Die Sache stinkt, Kleiner. Da muss man doch kein General sein, um das rauszufinden. Ich habe auf eine schnelle Verhandlung gedrängt, wenn das mal kein Fehler war. Was ist denn daran so schlimm, Boss? Wir werden diesen Fall nicht verlieren. Wir müssen uns nur einen Anwalt besorgen. Das ist erstmal das Wichtigste. Sie hat recht, aber hier im Grenzgebiet wird ein guter Anwalt verdammt viel kosten. Ich habe noch etwa 15.000. Ich habe noch 5.000 auf meinem Status und etwa 600 in Krediten. 5.600, muss ich schon sagen. Wenn ich gewusst hätte, dass du so reich bist, hätte ich dir einen Heiratsantrag gemacht. Das hast du doch und ich habe dich abgewiesen. Ach, du warst das? Tja, wenn das so ist, dann kann ich ja wohl auch ans Eingefrorene, hm? Eisdiamant. Habe ich beim Pokern gewonnen. Nicht schlecht. Na, gefallen dir? Also gut, Leute. Ich habe noch 40.000 auf der Seite. 40.000? Nur? Was soll's? Nehmen wir. Ich hoffe, das reicht auch. Einen Kraker zu verteidigen wird nicht gerade billig werden. Ach, Boss, mit unserem Batzen hier könnten wir Genghis Khan verteidigen. Und gewinnen.
wo bleibt sie denn? Immer mit der Ruhe, Boss. Sie wird schon kommen, das hat sie mir versprochen. Ganz ruhig. Captain Boone? Sie müssen Matty sein. Kann ich Ihnen etwas zu trinken bringen, oder? Tut mir leid, aber ich habe nicht so viel Zeit. Ich wollte nur sagen, dass ich Ihren Freund nicht verteidigen kann. Ich weiß, dass alle Anwälte hier eine Verteidigung abgelehnt haben. Ich kann es mir auch nicht erlauben, jetzt meinen Ruf zu verlieren, indem ich den Kracker verteidige. Besonders in einer so kleinen Gemeinde wie Fort Hope. Warum sind Sie dann überhaupt noch hergekommen? Weil ich sehr gut weiß, was Vorurteile bedeuten können. Hier sind viele Anwälte, die es nur auf ihr Geld absehen. Aber die werden Sie auch niemals verteidigen. Von denen will keiner als Kracker-Anwalt bekannt werden. Kaum zu glauben, dass Sie mir das alles sagen. Bitte keine vorschnelle Meinung. Sie werden schon bald verstehen, wovon ich spreche. Ich verstehe jetzt schon sehr gut, wovon Sie sprechen. Wie soll es weitergehen? Holen Sie sich jemanden aus der Zentrale. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wirklich, Captain, es tut mir leid. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ein Anwalt, der kein Geld haben will. Ich glaube das einfach nicht. Das war unser letzter Versuch. Das dauert über einen Monat, bis jemand aus der Zentrale hier oben ist. Phelan hält es nicht so lange aus. Captain? Ja? Was denn? Nein, nein, das ist unmöglich. Musstest du nicht Jura studieren, um Captain zu werden? Das war ein dreimonatiges Schulungsprogramm. Ganz meiner Meinung. Es könnte klappen. Du weißt, was auf dich zukommt. Du kennst den Ankläger, du kennst Cillin, du weißt Bescheid. Ich bin nicht qualifiziert. Ich werde dir helfen. Danke, Doc. Ausgesprochen freundlich. Aber was weißt du vom Gesetz? Ich habe in meinen wilden Jugendjahren so manchen Gerichtssaal gesehen. Abgesehen davon, wenn wir nicht was tun, wird überhaupt keiner was tun. Ja, aber wenn wir was tun und versagen, dann kostet es Cillin das Leben. Ich bin nicht dazu bereit. Cillin, wieso willst du nicht aussagen? Bei dem Prozess geht es doch um dich. Ich kann keine Aussage machen, weil ich überhaupt nichts weiß. Ich müsste lügen. Ich würde alle Gelübde brechen, die ich abgelegt habe. Das verstehe ich nicht. Hast du schon mal eine Gedächtnislücke gehabt? Niemals. Vielleicht passiert das ja jedem Kracker, wenn er einen schweren Wutausbruch hat. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Aber als Priester ist es wichtig, solche Gefühle kontrollieren zu können, immer und zu jeder Zeit. Ist sowas schon mal einem Kracker passiert, Cillin? Es ist möglich, dass eine Flut von Gefühlen mein Gedächtnis gelöscht hat. So etwas hat es schon mal gegeben, ja. Cillin, du musst eine Aussage machen. Wenn du dem Gericht nicht sagen willst, ob du schuldig oder unschuldig bist, was willst du dann überhaupt sagen? Gar nichts. Die Wahrheit liegt im Dunkeln. Deswegen will ich nicht aussagen. Und als mein Freund wirst du das auch nicht verlangen. Schick dir das Recht, du! Ja! Ich habe ja schon immer gesagt, dass Kracker hier nichts zu suchen haben. Die können einfach nicht mit Menschen zusammenleben. Willst du Idiot dich etwa als Mensch bezeichnen? Hey Blondie, wer hat dich denn was gefragt? Wenn alle Beteiligten fertig sind, können wir beginnen. Cillin, wie bekennen Sie sich zu der Mordanklage? Schuldig oder nicht schuldig? Cillin, haben Sie das verstanden? Boss, du musst Einspruch erheben. Ich bekenne mich nicht schuldig. Das freut mich, Captain Boone, aber Sie stehen nicht unter Anklage. Colonel, Sir, ich meine... Euer Ehren. Euer Ehren. Cillin bekennt sich nicht schuldig. Danke, Captain Boone. Wir werden das schon schaffen, Captain. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. Gerichtsaufzeichnung aktiviert. Fahren Sie fort, Mr. Murdoch. Euer Ehren, wenn das Gericht es erlaubt, wird die Anklagevertretung beweisen, dass der Ranger der Gracker-Rasse Cillin wegen scheinbarer Beteiligung eines anderen Gracker an einem mutmaßlichen kriminellen Unternehmen so sehr in Wut geriet, dass er das Recht selbst in die Hand nahm. Denn als er mit ansehen musste, dass dieser Callard auf Kaution wieder freigelassen wurde, gerieten seine Emotionen außer Kontrolle und er beging einen Brudermord. Wir werden jetzt beweisen, Colonel, Euer Ehren, dass Cillin durch seinen tiefen geistigen Glauben gar nicht in der Lage war, einen anderen Kracker zu töten. Cillin kann überhaupt keine Lebensformen töten, es sei denn in Notwehr. Wir werden beweisen, dass es so aussehen sollte, als wäre er der Mörder.
Aber der eigentliche Mord wurde von einem anderen begangen. Wenn ich doch nur wüsste, wie ich das auch beweisen kann. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Das war sehr gut, Burt. Wenn du so weitermachst, wird man dich noch für die Rechtsabteilung vorschlagen. Ja, ich muss mir nur angewöhnen, Colonel Weiss immer mit eurer Ehren anzusprechen. Na, das macht doch nichts, Boss. Mich würde es auch nervös machen, diesem Knaben gegenüberzustehen. Gut, wir wissen, dass der tote Gracker für Isogul gearbeitet hat. Die Frage ist nur, wie können wir das beweisen? Guten Abend, Rechtsanwalt. Ich muss schon sagen, das war eine sehr überzeugende Ausführung, die Sie heute Morgen gemacht haben. Auch wenn Ihre Verteidigung aussichtslos ist. Es ist eine sehr humane Geste von Ihnen. Ach ja, Daniel, wann genau habe ich Sie das letzte Mal gesehen? Das war an meinem 18. Geburtstag. Genau. Das war eine ganz schöne Party, die Ihr Vater dafür Sie gegeben hat. Naja, wir sehen uns morgen im Gericht. Hey, Kincaid. Ich wusste ja gar nicht, dass du diesen Mörder kennst. Tja. Wer hat den denn eingeladen? Ich grüße Sie, Captain Boone. Ich habe gehört, dass Sie heute Morgen eine wunderbare Vorstellung gegeben haben. Wissen Sie eigentlich, warum wir keinen dieser Schwurgerichtsprozesse auf meinem Heimatplaneten haben? Niemand wäre bereit, sein Schicksal 12 Menschen zu überlassen, die noch nicht einmal in der Lage sind, sich davor zu drücken. Verraten Sie mir was. Was ist da anders? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Sie irgendwann schon mal hier waren. Ich meine, das ist doch nichts für Sie, oder? Ich mache hier kleine Gedankenspiele über die Zukunft, Captain Boo. Warum besuchen Sie nicht Zillen im Gefängnisblock? Ich glaube, Sie werden sehr schnell seinen Platz übernehmen. Oh, was hat Sie denn da gerade abgelassen? Einen richtigen Witz? Da zittert man ja vor Angst. Hey, nicht doch, Kincaid. Ach ja, noch etwas. Ich schreibe ein Gedicht über diesen Prozess. Das hat doch schon etwas sehr Poetisches, finden Sie nicht auch? Und Ihr Freund, der Gracker, beginnt und endet sein Leben im Inneren einer Zelle. Nein, Captain, nein, das bringt doch nichts. Danke vielmals, Captain Boone. Ihr Zorn und Ihr Argwohn überwältigen mich. Ein solches Vergnügen war mir schon seit Wochen nicht mehr vergönnt. Schwören Sie, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit beim Geist Ihres Lebens? Das schwöre ich. Dr. Mimmer, Sie haben an der Obduktion des Mordopfers teilgenommen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Erzählen Sie dem Hohen Gericht doch bitte, wann er gestorben ist. Wir haben festgestellt, dass der Tod ungefähr 3 Minuten vor Entdeckung der Leiche eingetreten sein muss. Dann wäre ja das, was uns die Verteidigung einzureden versucht, gar nicht möglich, nämlich dass Carlyle an irgendeinem Ort getötet wurde, aber dass dann seine Leiche zum eigentlichen Tatort gebracht wurde. Ein Komplott, um Zillen dieser Nein, Anzeigen. Aber ich... Danke, Doktor. Oh, Sie wissen eine ganze Menge über die Rasse der Gracker, nicht wahr? Ja, Lebensformen sind mein Spezialgebiet. Aha, dann kennen Sie ja sicher auch den bilateralen Bericht über das Gracker-Problem. Ach, hören Sie auf, ich habe den Bericht gelesen. Colonel, alles, was Captain da drin Boone, setzen Sie sich. Wenn Sie Einspruch erheben wollen? Oh ja, ich habe großen Einspruch. Captain. Diese Studie ist voller Behauptungen. Captain, einfach hinsetzen, hm? Wenn Sie Einspruch erheben wollen, dann tun Sie es entweder richtig oder gar nicht. Euer Ehren? Unterschrift bestätigt und genehmigt. Wir erheben Einspruch. Mit welcher Begründung? Mit der Begründung, dass diese Studie Quatsch ist. Euer Ehren, mit Verlaub. Diese Studie wurde von ein paar ignoranten Schwachköpfen aus der Zentrale durchgeführt. Und die waren noch nie in ihrem Leben auf einem anderen Planeten. Dieser Bericht ist voller Fehlinformationen und hat absolut nichts mit der Unschuld unseres Klienten zu tun. Fakten, die vielleicht die Schuld Ihres Klienten beweisen, sind auch zugelassen. Fahren Sie fort, Mr. Murdoch. Dr. Mimmer, würden Sie dem Gericht bitte erklären, warum Gracker diesen Spezialkragen, den wir auch an Zillens Hals sehen, tragen? Das Joch verlangsamt die elektrischen Synapseimpulse des zentralen Nervensystems. Und zwar genau hier, auf dem Weg zum Gehirn. Dadurch sind Gefühle und Schwingungen für Sie leichter zu ertragen. Genau. Doktor, werden nicht vielleicht jegliche Gefühlsregungen abgeschaltet? Nein, sie werden einfach nur leichter bewältigt. Aha, wenn das so ist, Doktor, dann besteht doch durchaus die Möglichkeit, dass Zillen von sehr großer Wut überwältigt wurde. Verstärkt durch die Freilassung des vermeintlichen Mörders. Dass er, obwohl er das Joch trug, seine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle hatte und deswegen zum Mörder wurde. Einspruch. Mr. Murdoch legt dem Zeugen Worte in den Mund, Colonel. Euer Ehren. Sie meinen,
die Beeinflussung des Zeugen durch Suggestivfragen. Ja, Euer Ehren, ich wollte eigentlich sagen, der Zeuge wird durch Suggestivfragen beeinflusst. Stattgegeben. Danke sehr. Keine weiteren Fragen, Euer Ehren. Hast du sehr gut gemacht. Der Prozess wird morgen fortgesetzt. Jojo hat mir gesagt, dass ich sie hier finden werde. Celine kommt immer hierher, wenn er allein sein will. Als ich ein Kind war, ist mein Vater oft zu diesem Planeten geflogen und ich durfte mitkommen. Und als ich klein war, wollte ich eigentlich schon immer hier draußen leben. Jetzt bin ich so sehr in meine Arbeit vertieft, dass ich manchmal vergesse, wo ich hier bin. Das kenne ich genau. Die haben uns, Chief. Ich versuch's, aber ich finde keinerlei Beweise, um die Anklage zu widerlegen. Mein Vater hatte immer die Vision einer Welt hier draußen, in der Lebensformen aller Rassen und aller Kulturen zusammenleben und zusammenarbeiten. Es lohnt sich immer noch dafür zu kämpfen, oder nicht, John? Darf ich Sie stören? Zugang genehmigt. Möchten Sie vielleicht, dass ich einige Ihrer persönlichen Sachen herbringen lasse? Ich habe leider nichts, was etwas Wärme in diese Zelle bringt, Commander, aber danke sehr. Ich finde, die Verhandlung ist heute ganz gut gelaufen. Für wen? Es tut mir leid, ich wollte nur versuchen, Sie irgendwie... Ich weiß Ihr Mitgefühl zu schätzen. Sie haben damals Ihren Ruf aufs Spiel gesetzt, als Sie einen Gracker aufgenommen haben, und ich habe Sie enttäuscht. Warum sollten Sie mich enttäuscht haben? In meinem Kopf ist nur Dunkelheit. Dann sollten Sie mir auch sagen, wann ich Sie mal enttäuscht habe. Nicht mir wird dieser Prozess gemacht, sondern allen Gracker. Wenn Sie mich für schuldig befinden, dann sind alle Gracker schuldig. Auch Sie werden meine Schuld mit mir teilen. Sie sollten aussagen. Ich kann nicht. Wenn Sie schon nicht Ihretwegen aussagen wollen, dann sollten Sie es aber für Ihr Volk tun. Und für mich. Die Verteidigung möchte Celine in den Zeugenstand rufen. Celine? Celine? Sie sind einverstanden, eine Aussage zu machen? Ja. Celine, sind Sie der einzige Gracker, der bei den Ranger dient? Nein, es gibt noch 4 weitere. Also insgesamt 5 Gracker. Hat es jemals Probleme gegeben? Sagen wir, einen aggressiven Gracker, ohne dass er provoziert wurde? Niemals. So etwas würde die Grundsätze unserer Religion verletzen. Können Sie uns erzählen, wie man als Gracker Priester wird? Ein Gracker lebt etwa 300 Erdenjahre. Wenn er Priester werden möchte, muss er 100 Jahre studieren. Und weitere 100 Jahre muss er als Gracker Missionar dienen, anderen helfen. Gibt es irgendwelche besonderen Regeln während dieser 100 Jahre, die Sie befolgen müssen? Er sollte mit dem Herzen dienen, den universalen Frieden bewahren und niemals jemandem Schaden zufügen, es sei denn zur Selbstverteidigung oder um unschuldiges Leben zu schützen. Gibt es eine Bestrafung, wenn eine dieser Regeln gebrochen wird? Sofortiger ritueller Selbstmord. Können Sie uns etwas von Ihrer besonderen Fähigkeit erzählen? Sie sind Empath, oder? Ja. Wie sollen wir uns das vorstellen? Heißt das, Sie können Gedanken lesen? Nein, ich kann nur Emotionen erfüllen. Das heißt, Sie erfüllen, was jemand empfindet? In letzter Zeit fällt es mir schwerer, Gefühle wahrzunehmen seit... Seit den Ereignissen, die zu Ihrer Anklage führten. Empfindungen kommen und gehen. Könnten Sie es vielleicht einmal demonstrieren? An mir zum Beispiel. Was fühle ich im Moment? Sie sind nervös. Ja, das stimmt. Ich bin nervös. Was ist mit Commander Shenron? Was fühlt sie? Furcht. Furcht beherrscht ihr Herz. Furcht? Furcht meinetwegen. Was ist mit Mr. Murdoch?
Ich kann keine Gefühle erkennen. So kenne ich ihn nur, wenn er völlig erschöpft ist. Euer Ehren, wie wir gesehen haben, wird ein Kraker also nicht nur von Wut regiert. Im Gegenteil, er ist für alle Gefühle empfänglich. Keine weiteren Fragen. Das hast du gut gemacht, Johnny. Warum mussten wir uns ausgerechnet hier treffen? Sie werden die Vorzüge dieser Räumlichkeiten noch zu schätzen wissen. Die Zeit ist gekommen, mein Freund. Verlagern wir jetzt den Mittelpunkt des Interesses auf Commander Shenu. Verurteilt sie. Denn dann wird eure Zukunft gut. Und ihr kommandiert Fort Hope. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist sehr gefährlich. Isokol. Mach jetzt was draus. Oder soll ich deine Seele schlucken? Commander Shenu, sagen Sie uns bitte, wie lange leiten Sie schon Fort Hope? 12 Jahre. Und in Ihrer Funktion als Commander überwachen und treffen Sie sämtliche Entscheidungen hier, ist das richtig? Ich überwache sie alle. Auch die Ranger? Die ganz besonders. Das wissen Sie doch. Commander, erzählen Sie uns doch bitte, aus welchen Gründen Graka bei Ihnen aufgenommen wurden. Es wurde der Zentrale vorgeschlagen, dass Sie wegen Ihrer beispielhaften Missionarsarbeit aufgenommen werden sollten. Und außerdem war es ein Wunsch, den die Graka schon seit langem geäußert hatten und den wir nun erfüllten. Commander Shenu, Sie sagen, es wurde vorgeschlagen. In Wirklichkeit waren Sie es doch, die den Vorschlag gemacht hat, nicht wahr? Ja, ich war eine von vielen, die dabei waren, als der ursprüngliche Vorschlag gemacht wurde. Entschuldigen Sie, Commander, aber waren Sie nicht die einzige Person, die diesen Antrag gestellt hat? Ja, aber sofort haben sich viele dazu bereit erklärt. Commander, als Sie diesen Vorschlag gemacht haben, wie war da die Reaktion der Zentrale? Er wurde dort mit einer gewissen Skepsis aufgenommen. Skepsis? Wäre Empörung nicht das richtige Wort, Commander? Hören Sie, der Graka-Ranger ist ein fester Bestandteil in unserem System mit allen Rechten und Pflichten. Entschuldigen Sie bitte, ein Graka als Ranger, das ist, soviel ich weiß, immer noch ein Experiment. Es hat doch auch schon großen Streit deswegen gegeben, bei den Rangern und in der Zentrale. Habe ich nicht recht, Commander? Das kommt darauf an, wie man dazu steht, Mr. Murdoch. Also, ich habe gehört, dass dieses Thema in der Zentrale und auch hier bei den Rangern tiefe Uneinigkeit verursacht hat. Habe ich da nicht recht, Commander? Ja. Entschuldigung, ich kann Sie unmöglich verstehen. Ja. Mr. Murdoch, hat das irgendetwas mit der Schuld oder mit der Unschuld dieses Mannes zu tun? Ist das hier ein Mordprozess oder ein politisches Tribunal? Tut mir leid, Commander, ob es Ihnen nun gefällt oder nicht. Es hat sich anscheinend zu beidem entwickelt. Ich verstehe das nicht. Warum gibt es immer noch Leute, die etwas gegen Graka haben? Die kennen Sie doch gar nicht richtig. Ich frage mich langsam, ob es überhaupt noch um die Graka geht. Stimmt, dieser Murdoch hat Shenu ganz schön in die Zange genommen. Ja, was hatte das wohl zu bedeuten? Es war so, als ob sie vor Gericht steht. Irgendwas ist faul an dieser Geschichte, und zwar von Anfang an. Karlat schickt eine Botschaft an Celine. Celine trifft sich auch mit ihm. Entschließt sich dann, ihn umzubringen, aber weiß anschließend überhaupt nicht, wie es passiert ist. Ich bitte euch. Also ich glaube, mit diesem Murdoch stimmt was nicht. Wie kommst du darauf? Er behauptet, er erinnert sich an meinen 18. Geburtstag. Den habe ich aber nie gefeiert. Das weiß ich, weil mein Vater zu der Zeit auf Centaura X war. Wisst ihr noch, was Isogul gesagt hat, als er neulich mal hier war? Er wollte ein Gedicht schreiben. Nein, nein, das meine ich nicht. Ich habe ihn gefragt, was er hier verloren hat. Irgend sowas wie Gedankenspiele über die Zukunft. Das war es, Gedankenspiele über die Zukunft. Das hört sich doch irgendwie an, als ob er wusste, was passieren wird. Sowas sagt nur jemand, der noch ein Ass im Ärmel hat. Ehrlich, das ist absoluter Wahnsinn. Ich weiß, dass du den Zugriffscode von deinem Vater hast. Klar, also an die Arbeit. Ach, das ist eine ganz blöde Idee. Wenn irgendjemand rauskriegt, und das werden sie, dass ein Hacker im Hauptsystem der Zentrale ist, dann werden wir alle bald Gefängnissuppe löffeln. Dann können wir Ziel in Gesellschaft leisten. Also gut, Folgendes. Sobald wir drin sind, wird die Uhr des Sicherheitssystems aktiviert. Es bleiben da nur 60 Sekunden, bis sie uns finden. Fang doch endlich mal an. Vorübergehender Zugriff genehmigt. Ist drin. Gut, Murdochs Akte, ruf sie ab. Magna cum laude mit 23 verheiratet, Jura-Studium, Scheidung mit 38.
Gib mir mal seinen beruflichen Werdegang. Ehemaliger Kampfpilot, Ruhestand, dann in der Einwanderungsbehörde für fremde Lebensformen. Captain, noch 30 Sekunden. Gib mir die Akte aus der Einwanderungsbehörde, die will ich sehen. Captain, da ist nichts, das ist eine Sackgasse. Gib mir irgendeinen Fotoraster. Na komm schon, verrat's mir, was ist dein Geheimnis? Was denn noch, Boone? Die Zeit wird knapp. Das war's, ich geh wieder raus. Nein, warte, zeig mal irgendein altes Bild aus deiner Schulzeit. Wir haben keine Zeit, um mit Fotos zu graben. Red nicht so viel, mach. Gib mir eine Kopie von beiden Bildern mit vergrößerter Netzhaut. Noch 10 Sekunden. Und raus. Ja. Wir haben's. Das hast du gut gemacht, Kleiner. Und das zeigen wir mir mal. Entschuldigung, aber wo ist Mr. Boone? Haben Sie was gesagt? Ich wiederhole. Wo ist Mr. Boone? Ach so, Captain Boone ist noch nicht hier, weil er wird in ein paar Minuten hier sein. Er musste noch mal kurz weg. Er wollte ein paar Informationen besorgen, die sehr wichtig sind und deswegen... Er sollte schon längst hier sein. Das Gericht wird nicht warten, sein Urteil abzugeben. Nach der eingehenden Überprüfung aller Beweise ist das Gericht gezwungen, Ranger Zillen schuldig zu sprechen. Ein Moment, Moment. Die Verteidigung möchte neues Beweismaterial vorlegen, Euer Ehren. Mr. Boone, die Zeit, Beweismaterial vorzulegen, ist vorbei. Oh, es geht nicht um einen Klienten, Euer Ehren. Es geht um den Vertreter der Anklage. Was hat das denn mit unserer Verhandlung zu tun? Ganz einfach. Ich behaupte, der Anklagevertreter ist nicht der, der er vorgibt zu sein. Gestern Abend hat sich mein Verdacht bestätigt. Ich habe hier einen Netzhautvergleich von 2 Fotorastern. Das eine wurde erst kürzlich aufgenommen und das andere stammt aus seiner Akademiezeit. Der Vergleich zeigt keine Übereinstimmung. Dieser Mann ist offensichtlich ein Betrüger. Wir glauben, er arbeitet als Agent. Das ist doch lächerlich. Das kann ich Ihnen ganz einfach erklären. Also bitte. Da war dieser schwere Unfall. Ich war an Bord eines Frachters, der vor 6 Jahren in der Nähe von Sirianus 9 verunglückte. Meine Augen verbrannten und deswegen gab es eine Netzhauttransplantation. Wenn damit die beleidigenden Anschuldigungen der Verteidigung geklärt wären, könnten wir dann den Prozess zu Ende führen? Ja, natürlich. Das Gericht war zu dem Urteil... Einen Moment noch. Mr. Murdoch, an diesen Unfall kann ich mich, glaube ich, erinnern. Da gab es doch ganz genau 6 Überlebende. Stimmt, das ist das richtig? Ja, Kommander, 6 Überlebende. Ich weiß aber genau, es waren alles Frauen, Mr. Murdoch. Ruhig! Jetzt verstehe ich, wieso ich nichts gefühlt habe. Sie verstecken ihr wahres Wesen. Sperrt endlich dieses wilde Tier ein. Zeig mir dein wahres Gesicht. Er wird mich gleich umbringen. Commander Chenot, hier ist Ihr Killer. Ja, ja, ja. Nehmt sofort diesen Mann fest. Wenn euch Captain Boons Leben was wert ist, dann werdet ihr jetzt sofort die Waffen fallen lassen. Na los! Captain Boone, mein Meister hatte mir ja schon viel von Ihnen erzählt, aber ich hatte ja keine Ahnung, dass Ihre Verdächtigungen eine so... Oh, 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 oh. So cool. Nehmt ihm seine Waffe weg. Ich musste doch seine Flucht verhindern. Ich hätte jetzt gerne eine Belohnung. Die Belohnung wird sein, dass Sie in vollem Umfang des Gesetzes strafrechtlich verfolgt werden, und zwar für alle Taten, die Sie jemals begangen haben. Oh, das finde ich enttäuschend. Ich dachte dabei eigentlich an eine etwas mehr, sagen wir, materielle Belohnung. Hm? Abführen. Hey,
warte doch mal. Ich möchte unbedingt noch anstoßen. Auf den besten Verteidiger in Fort Hope. Und den besten Mitverteidiger. Das war wirklich toll. Sie und Doc sollten ihre eigene Kanzlei gründen. Oh ja, wir haben uns das schon überlegt. Wir vertreten Isogun und machen dann ein paar entscheidende Fehler in seiner Verteidigung, sodass er für immer in die Zelle kommt. Ja, statt der 3 Monate wegen Abfeuern seiner Waffe in geschlossenen Räumlichkeiten. Genau das wird dieses 9-ohrige Schlitzohr nämlich bekommen. Warum tut ihr nicht was dagegen? Weil ich kein Anwalt bin. Da fliege ich lieber mit euch. Ob Isogun freikommt oder nicht, ist eigentlich egal. Ich meine, die Hauptsache ist, dass du Zylins Namen reingewaschen hast. Es war richtig, dass du für ihn da warst. Ich danke dir. Hey, guck mal, wer da kommt. Cap. Na, wo warst du denn? Ich habe ein Geschenk für dich. Was ist denn das? Ich habe gehört, du hast Isogul in Ginos Bar angegriffen. Deswegen wollte ich, dass du es hier bekommst. Jetzt wird ein stolzer Gracker aus dir werden. Ja. Die sehen nicht schlecht aus, was? Ja, wie 2 Buchstützen.